zusammengetan mit über 40 Organisationen für eine Neuausrichtung der Agrarpolitik. Und das steht gerade in Brüssel an. Hier haben alle Minister europaweit, aber auch die Länderminister, die heute sich hier drinnen befinden, die Chance, endlich mal eine Reform einzuleiten, dass wir wegkommen von der Industrialisierung unserer Landwirtschaft. Weil wir brauchen uns nicht immer wundern, dass wir Skandale haben, wie jetzt den Schweinefleischskandal, wenn man seit Jahren immer nur die industrielle Landwirtschaft fördert und nicht, wie wir das fordern, eine bäuerlich nachhaltige Landwirtschaft. Man braucht das dann nicht mehr als Sauerei zu bezeichnen, sondern für uns ist es systematisch eigentlich klar, dass es diese Folgen haben wird, wie jetzt wieder dieser Pferdefleischskandal, der gehypt wird. Und die Zeit ist reif und es gibt die Chance mit der Agrarreform, hier endlich neue Wege zu gehen. Und deswegen fordern wir, wie auf euren Schildern steht, Vorfahrt für Vielfalt statt Artensterben. Da liegt ein Reformvorschlag der Kommission auf dem Tisch und die deutsche Bundesregierung versucht immer alles zu tun, hier so zu tun, als wären sie Reformer. Sie sind für Agrarreform und in Brüssel werden dann alle Entscheidungen dann immer in die Tonne getreten. Das muss Schluss sein und deswegen zerren wir das auch an die Öffentlichkeit. Unsere Bauern, die brauchen endlich Märkte, die reguliert sind und die dürfen nicht weiter dem globalen Markt ausgesetzt werden, weil da haben sie keine Chance. Dieses Prinzip, das hier angewandt ist, wird, ist so einfach. Die Milchmenge zum Beispiel wird immer mehr als 100% in Europa gehalten. Damit haben die Bauern nie eine Verhandlungschance um gerechte Preise. Deswegen muss dieser Markt reguliert werden und wir brauchen einen Markt für Bauern, auf dem sie zu ihren Kosten produzieren können und auch ihre Milch zu diesem Preis verkaufen. Und nicht wie jetzt die Politik ist, die dazu führt, dass zum Beispiel in Bayern in den letzten 10 Jahren über 100.000 Betriebe ihre Tore zumachen mussten. Das muss Schluss sein und wir brauchen Politiken, die Bauernhöfe fördern statt Agrarindustrie fördert. Und wir lassen uns auch nicht mehr abspeisen mit diesen Redewendungen, dass das doch eh immer die EU entscheidet und dass die WTO doch Vorgaben macht. Diese Gesetze sind menschgemacht und Menschen können auch diese Gesetze wieder verändern. Und deswegen lassen wir uns auch nicht mehr vertreiben und sind wieder hier und wir werden wiederkommen. Und danke, dass ihr mit dabei seid.